Das ist heute was, das erleben wir in unserem Umfeld oder in unserem Leben wahrscheinlich ziemlich selten. Aber auch so ist Gott überraschend anders. Und deswegen möchte ich euch heute in einen Text mit hineinnehmen, der mich umhaut. Ich hoffe euch auch. Vorher eine kleine Geschichte aus dem Leben von einem jungen Mann. Sagen wir, der ist mal genauso 25 Jahre alt wie ich, hat eine Sportverletzung, musste leider operiert werden, liegt im Krankenhaus, kann sich nicht bewegen, es war am Bein und ist darauf angewiesen, dass Leute ihn besuchen im Krankenhaus, weil er kann sich nicht bewegen, er kann nicht zu anderen hingehen, ist darauf angewiesen, dass Leute zu ihm kommen. Das haben auch Leute wahrgenommen, Leute gesehen, haben ihn besucht und ihm damit auch Aufmerksamkeit, Liebe und auch Begleitung und Trost geschenkt. 2-3 Monate später, er ist wieder zu Hause, er kann laufen, alles ist wieder in bester Ordnung und ein guter Freund von ihm erkrankt an einer plötzlichen und schweren Krankheit. Er liegt für 3 Monate im Krankenhaus und für den, der die Sportverletzung hatte, ist es auf einmal wie selbstverständlich, dass er Woche für Woche ihn besuchen geht und begleitet. Die Liebe, die er zuerst erfahren hat, hat ihn so verändert, dass es für ihn selbstverständlich war, auch andere zu besuchen im Krankenhaus. Er kann die Situation nachvollziehen. Er versteht es, dass ein Krankenhaus nicht voll Spaß und Freude geprägt ist. So viel mal als Einstiegsgeschichte. Wir werden dann noch mal mehr Verbindungen dazu lesen. Aber erstmal möchte ich euch diesen Text vorlesen, um den es heute gehen soll. Hört gespannt zu und lasst es auf euch wirken. Ich versuche langsam und deutlich zu reden. Für einen Erzgebirger ist das ganz schön schwierig. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, auf dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger werden. Ich möchte kurz noch mal beten. Jesus, es ist unfassbar, wie du in manchmal einfachen und schwierigen Worten zu uns redest. Und ich bin begeistert von dir, dass du ein redender Gott bist bis heute. Und ich bitte dich, dass du uns Sachen erklärst, dass du, Heiliger Geist, kommst und dass du Verbindungen schaffst, dass die Bibel mit meinem Leben was zu tun hat, dass die Bibel mit unserem Leben was zu tun hat. Ich bitte dich, segne diese Zeit und sei du mitten unter uns. Amen. Jetzt kommt die Zeit, wo ich das ausprobiere und es passiert fabelhaft. Wenn ihr euch jetzt nicht alles von diesem Text gemerkt habt, gar nicht schlimm. Wir gehen das jetzt Schritt für Schritt auch nochmal so ein bisschen durch. Ihr werdet merken, das ist alles nicht so schlimm. Ihr habt vielleicht am Anfang mitbekommen, hier geht es darum, um einen Weinstock, um einen Weingärtner. Es geht um den Weinbergbau. Und als erstes wird uns eine Person vorgestellt, die ganz oben steht, nämlich der Weingärtner. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater, der ist der Weingärtner. Das heißt, Gott, der Vater, wird uns hier vorgestellt als einer, der pflegt, der schneidet, der den Boden auch mal der Unkraut jätet, der gießt, der hegt und pflegt.
Ein Vater, der bewahrt, ein Vater, der aufpasst, ein Vater, der pflegt. So wird er uns hier vorgestellt, völlig natürlich, es ist einfach so. Und dann kommt das nächste, Chuck, der Weinstock. Um den geht's. Der Weinstock, hier vorgestellt, irgendwie als Lebensspender, der steht dort so da, an ihm hängen Reben. Als Saftgeber, weil ohne dass der Saft in die Reben fließt, ja, passiert nichts, da wächst nichts. Als der Mittelpunkt, weil an ihm irgendwie alles hängt. Er ist als Grundstock gelegt. Das Bild vom Weinstock will uns hier etwas sagen. Und das Ding ist, ich glaube, für die Jünger, die das damals gehört haben, war das ganz natürlich, weil die Weinstöcke, glaube ich, kannten und landwirtschaftlich vielleicht auch gut unterwegs waren. Ich glaube, für uns ist es heute nicht mehr so natürlich. Wer von euch hat einen Weinstock im Garten stehen? Meldet euch mal. Ah, es sind doch einige, tatsächlich. Schön. Ich nicht. Ich wohne in Leipzig in einer großen Altbauwohnung und da habe ich keinen Garten dran, also auch keinen Wein. Blöd, kann ich das leider nicht beobachten. Aber ich denke trotzdem, dass wir uns Dinge rüberholen dürfen und von dem Weinstock lernen können. Ihr seht schon, hier wird sich ein Kreis auftun. Und den wollen wir weiter vervollständigen, denn es geht heute um Gnade. Und hier wird sich ein Kreislauf der Gnade entwickeln, der es in sich hat. Aber vorher ein kleiner Einschub. Ihr seid schon rein um der Worte willen, die ihr gehört habt. Habt ihr diesen Satz gerade rausgehört? Mir sprang der sofort ins Auge. Krass, ich höre Worte und ich werde rein. Was für ein Zusammenhang, was für eine Gnade. Wir werden rein durch das Wasserbad des Wortes. So kann man das zum Beispiel im Epheserbrief, Epheser 5, 26 nochmal nachlesen. Da geht es darum, dass die ganze Gemeinde, die sich versammelt, rein wird im Wasserbad des Wortes. Das heißt, Wasser, das hat was Reinigendes, das spült uns rein. Und alleine dadurch, dass wir Worte hören, dass wir Jesu Worte hören, dass wir Gottes Wort hören und das in uns umsetzen, in das uns Frucht trägt in uns, da geschieht Reinigung. Ganz automatisch. Wir halten fest, die Worte, die wir von Gott aufnehmen, die machen uns rein. Das steht hier. Was für eine Gnade im Übrigen, dass die Worte, die Jesus gesprochen hat, aufgeschrieben wurden. In dem Fall von dem Evangelisten Johannes, der das als unglaublichen Auftrag, glaube ich, sah, die Worte, die Jesus gesagt hat, aufzuschreiben, damit wir sie heute immer noch lesen können, damit wir heute immer noch gereinigt werden können, damit wir immer noch was davon haben. Was für Gnade. Worte sich reinigen lassen und an Worte sich zu binden, auch von Gott, das hat zwei Sachen. Einerseits ist es das Hören, aber der Jakobusbrief ergänzt, seid nicht nur Hörer allein, sondern auch Täter des Wortes. Und da kommt schon wieder die Herausforderung für euch. Es reicht manchmal nicht, einfach in der Kirchenbank zu sitzen und Gottes Worte zu hören, sondern es geht auch darum, hat es eine Wirkung in meinem Leben? Kann ich das umsetzen? Und da geht es nicht darum, um die Dinge, die ich nicht verstehe. Es geht darum, dass ich Dinge umsetze, die mir einleuchten. Dinge umsetzen, wo Gott schon mal zu mir geredet hat. Dinge umsetzen, die mir in der Predigt wichtig geworden sind. Und das sind manchmal die ganz simpelsten Dinge. Dass einfach auch, dass Gott mich liebt, dann darf ich das umsetzen. Ey, ich darf mich von dieser Liebe prägen lassen. Ey, ich muss mal jemanden sagen, dass ich zu dem gemein war, dass ich dumme Worte gebraucht habe. Irgendwie merke ich, da ist eine Unruhe in mir. Ich habe was falsch gemacht. Ja, setz es um, geh zu ihm hin, sprich das aus. Sei Täter des Wortes. Und das reinigt dich. Unglaublich. Gott will uns Reinheit schenken und die ist so wichtig, die ist so wichtig, dass wir weiter wachsen und gedeihen können. Weiter im Text. Wir hören, dass, also wir haben jetzt von dem Vater, dem Weingärtner gehört, wir haben jetzt von ihr seht es auf dieser Seite, von dem Weinstock gehört, der Jesus ist. Und jetzt geht es um uns, um die Reben. Denn dieser Weinstock, der steht nicht so alleine da, sondern da hängt was dran. Ihr seid die Reben. Ja, du bist eine Rebe, du bist eine Rebe, ja, du auch. Weiß nicht, ob euch das jetzt gut tut, jetzt als Rebe verglichen zu werden. Ich meine, die Bibel hat ja einige Vergleiche. Manchmal werden wir als Schafe verglichen. Hier sind es eben mal die Reben. Da sind immer mal andere
Bilder gebräuchlich. Was machen Reben so? Ja, nicht so viel, ne? Die hängen herum. Ja, die hängen so richtig ab. Die sind abhängig von diesem Weinstock. Die sind abhängig von Jesus, leben aus seiner Liebe, die er einfach gibt. Denn er ist der Weinstock, an dem die Reben hängen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Weinstock erlebt habt, wo Reben dranhängen und der Weinstock weigert sich, dort den Saft fließen zu lassen für die Reben. So irgendwie ein komisches Bild. Nee, das wird völlig vorausgesetzt. Da gibt es Reben und die hängen da dran und die werden versorgt. Punkt. So ist Gnade. Du darfst an Jesus abhängen. Dranhängen ist etwas ganz Normales. Etwas, was mit Gnade zu tun hat. Aber was heißt das? Was heißt es, abzuhängen? Ich glaube, dass Gnade hat ganz viel mit Liebe zu tun. Und ich glaube, mit der Liebe haben wir es heutzutage nicht mehr ganz so. Ich meine, wie ist es denn? In der Schule musst du dir Anerkennung verdienen. Du kriegst Noten für deine Leistung. Du kannst für Mathe, das war für mich, war das in Englisch, deswegen gehe ich jetzt mal auf Englisch. Ich habe Englisch immer sehr, sehr gerne gemacht. Aber ich war auch immer so einer, der so Schlüsselfehler gemacht hat und so weiter. Und in den LKs oder in den Klassenarbeiten hat sich das überhaupt nie abgebildet, dass ich eigentlich auch gut in Englisch bin oder dass ich auch Spaß daran habe. Dann war das an den Noten nie gesehen. Das war bescheuert. Und wiederum an Fächern, die mir total egal waren, wie Astronomie, ja, da habe ich die 15 Punkte nur so kassiert. Das hatte überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich dort rein investiere und was ich dort tue oder nicht tue. Und trotzdem werden wir so bewertet. Wie ist es denn auch im Klassenverband? Da gibt es schon immer mal das Mobbingopfer. Oder da gibt es schon noch mal die, die da oben drauf hauen wollen. Ich meine, der Spruch sagt ja auch, 9 von 10 Leuten finden Mobbing gar nicht so schlimm. Und trotzdem gibt es diese Wertung. Das erleben wir tagtäglich. Oder wie ist es im Beruf oder im Studium? Ja, wer die besten Noten abgreift, der hat die besseren Chancen. Da geht es um harte Fakten. Da geht es um das, was du leistest, um das, was du tust, um das, was du dir erarbeitest, was du an Schulungen gemacht hast, aber nicht um das, was du bist, sondern nur um das, was du kannst. Und wir sind dort in einem Kreislauf drin, nicht in diesem Kreislauf, in einem ganz anderen Kreislauf, wo wir eigentlich gelernt haben, uns Liebe immer wieder erarbeiten zu müssen. Das ist eine Prägung. Und ich denke, leider keine gute. Wir kennen das nicht mehr, uns einfach lieben zu lassen. Aber da hören wir hier eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Wahrheit. Und ich denke, das ist die Wahrheit, die wir immer wieder hören müssen. Es gibt eine unumstößliche Liebe, die Gott an dir erwiesen hat. Nämlich dieses Holzkreuz hinter mir. Ich glaube, das war damals vor 2000 Jahren etwas größer, aber das symbolisiert es ganz gut. Weil Jesus dort gehorsam war, darfst du heute auch gehorsam sein. Er hat es getan für dich. Weil er die Gesetze erfüllt hat, die uns das Alte Testament sagen, dürfen wir die auch einhalten. Er hat es getan. Er hat das höchste Liebesgebot erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand. Und weil er geliebt hat, dürfen wir lieben. Und das hat er bis zum Kreuz getan. Weil er der Erste war, der geliebt hat, dürfen wir wiederum lieben. Und das ist die richtige Reihenfolge. Weil er uns liebt, dürfen wir lieben. Nicht weil wir lieben, liebt uns Gott. Oder wir lieben, damit uns Gott liebt. Diese Rechnung geht nicht auf. Das wird uns hier ganz klar gesagt. Denn der Weinstock war zuerst da und daran wachsen die Reben. Und diese Reben dürfen abhängen, die dürfen sich lieben lassen, die dürfen sich das immer wieder zusprechen lassen. Du bist geliebt und du musst nichts dafür tun. Und ich glaube, damit diese Prägung in unserem Leben, dass wir uns das immer erarbeiten müssen, verschwinden darf, müssen wir uns immer wieder dieser Gottesliebe aussetzen. Und ich glaube, da haben Gemeinschaften eine unglaubliche Wirkung. Weil da kommen Leute zusammen, die sind verändert worden von dieser Liebe und die geben das weiter.
Und die können schon anfangen mit lieben, weil sie geliebt sind. Und das hat auf mich, hatte das eine unglaublich große Wirkung. Ich bin in eine junge Gemeinde gegangen damals, weil ich gemerkt habe, dort können Leute mich lieben, was ich so nie erlebt habe. Ich habe das gesehen, dass Leute verändert wurden durch Gottes Liebe und dass mich das wiederum verändern darf. Das war eine Kette. Und das hat auf mich unglaublich großen Einfluss gehabt. Und es kann sein, hier im Lobpreis zu stehen, das dir zusingen zu lassen, oh, the overwhelming love. Diese unfassbar große Liebe, it chases me down, sie verfolgt mich bis ans Ende. Sie lässt die 99 stehen, damit ich gerettet werde. Und das gilt immer, nicht nur früh, wenn du aufstehst und noch nichts Dummes gemacht hast, sondern auch am Abend, wenn der Tag vorbei ist. Immer. Lass dich lieben, lass diese Gnade in dein Leben hinein. Ich kam zum Beispiel auch nach Leipzig, nochmal anders angefangen. Ich bin groß geworden in der lutherischen Kirchgemeinde und bin dort sehr schnell auch in Leitungspositionen reingekommen, habe im Lobpreisteam mitgemacht, habe in der Jugendleitung auch mitgemacht, habe schon angefangen, Andachten auch zu halten und einfach auch in der Musik mit da drin zu stehen. Und als ich nach Leipzig gekommen bin und sozusagen auch ein Schnitt in meinem Leben begann, ich musste Altes hinter mich lassen und das schöne Erzgebirge, aber ich durfte auch nach Leipzig gehen, war es für mich wie selbstverständlich, okay, ich muss mir eine Gruppe suchen, wo ich mich einbringen muss. Und ich habe eine Studentengruppe gefunden, dort bin ich auch relativ schnell wieder in Leitungspositionen gekommen, habe wieder Musik gemacht und war schön in diesem Rad immer wieder drin. Dann am Jahresende, ein Jahr lang funktionierte das so, habe ich mir die Zeit genommen, mal mit Gott wirklich in Kontakt zu treten und ihm mal zu fragen, ey, wie soll das nächste Jahr aussehen? Und Gott sagte, du hörst auf mit diesem Amt, du legst es bitte nieder. Und ich dachte, okay, gut, suche ich mir eben was anderes. Ja, dann kam das nächste, und übrigens Musik machen, das sollst du jetzt auch nicht mehr. Und dann wurde es schon ein bisschen kritisch in mir, ich dachte so, oh nein, das sind so eigentlich meine zwei liebsten Dinge. Und dann, ich war noch auf einer Jüngerschaftsschule in Annaberg und die sollte ich auch niederlegen, ich sollte kein Mentor für das nächste Jahr sein. Das war mir sehr eindeutig, es war mir sehr eindrücklich und ich wusste, das war Gott, weil ich hätte mir das selber nie gesagt. Glücklicherweise war ich irgendwie an dem Punkt und habe gesagt, okay, dann mache ich das. Und ich habe 3 Monate nichts gemacht, außer zu studieren. Das war ganz schlimm. Ich hatte keine Nachmittagsbeschäftigung mehr. Irgendwie saß ich da immer wieder auf meinem Sofa und dachte so, Herr, du lässt mich nichts tun. Wieso? Und auf einmal machte es Klick. Und Gott sagte so zu mir, ja, du musst lernen, dich lieben zu lassen und dir nicht die Liebe zu erarbeiten. Du hast angefangen, dir Ansehen zu erarbeiten in dem, was du tust und wie du es tust. Und als ich das begriffen hatte, bin ich langsam wieder angefangen, in Positionen hineinzuwachsen, wo ich auch leiten durfte. Ich habe dann einen Hauskreis übernommen in meiner Gemeinde damals und es war ganz anders. Das fühlte sich ganz anders an zu leiten und da drin zu sein. Weil ich hatte was begriffen, nämlich das, was ich tue, hat nichts mit dem zu tun, wer ich bin. Das, was ich tue, hat nichts mit dem zu tun, wie ich geliebt bin. Es ist völlig getrennt voneinander. Ich musste lernen, dass Gott und diese Gnade genügt, dass sie ausreicht, dass Gott genug Liebe für mich hat, obwohl ich auch ein schwieriger Mensch bin. Musst du das vielleicht auch lernen? Höre auf, dir Liebe erarbeiten zu wollen. Auch wenn wir da manchmal so ein Opfer unseres Umfeldes sind, wo wir das ganz anders vorgelebt bekommen. Aber du darfst diese Prägung ablegen, die muss dich nicht bestimmen. Du darfst eine Rebe sein und dich an dem wahren Weinstock hängen, der genug Liebe hat für alle und jeden und immer. Jetzt hängen wir als Rebe da dran und wieder passiert was ganz Normales, ganz Alltägliches, was irgendwie ganz automatisch passiert. Wenn ihr an mir dran bleibt, so entstehen Früchte. Ganz automatisch. Wir schauen uns mal an, was diese Früchte für eine Funktion haben. Chuck, ich hoffe, ihr seht immer noch das, was ich sehe. Ja, natürlich. Die Früchte, die haben eine doppelte Wirkung, nämlich
einerseits verherrlichen sie den Vater. Das lesen wir im letzten Vers, den ich euch vorgelesen habe. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger sein. Ganz automatisch. Du hängst an Jesus dran, an diesem Weinstock als Rebe und es entstehen Früchte. Diese Liebe, die in dich fließen darf, die verändert dich ganz automatisch. Es verändert dich grundlegend, wenn du dir nicht lieber arbeiten musst, sondern dir Liebe geschenkt wird. Und diese Früchte haben noch eine weitere Wirkung, nämlich die dienen den Menschen. Stellen wir uns mal einen wunderschönen, großen Apfelbaum vor. Ich stelle mir das immer so schön vor mit so einer großen, runden, grünen Krone und dann hängen so rote, knackige, krasse Äpfel dran. Und ich glaube, diese Äpfel, die haben auch zwei Wirkungen. Und tatsächlich einerseits, die sehen unglaublich schön aus. Und ich glaube, der Vater erfreut sich daran, wenn er schöne, große, knackige Äpfel sieht. Und andererseits, diese Äpfel, die hängen nicht einfach nur so rum, weil sie eben hängen, sondern, wer isst gerne Äpfel? Ja, Mensch, unser deutsches Obst. Äpfel, die schmecken gut, die machen uns satt, die sind für uns gesund, die dienen uns. Auch ein Apfel hat zwei Wirkungen, der sieht schön aus und der schmeckt auch noch gut. Und ich glaube, so ähnlich ist es bei den Früchten auch, die Jesus uns hier verdeutlicht. Diese Früchte, die dienen einerseits Gott, weil sie in uns bewirkt sind, weil sie in uns sich entwickeln, weil Jesus uns lieben darf. Und andererseits dienen sie Menschen, weil eben diese Veränderung in uns nicht nur für uns bleibt, sondern für unser Umfeld. Ich erkläre es gleich nochmal. Gottes Liebe verändert uns und setzt uns frei, ganz viele Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun könnten. Auch da vielleicht nochmal ein kleines Beispiel. Ich rede heute so viel aus meinem Leben, es tut mir leid. Ich bin auch als Einzelkind aufgewachsen, auch in einem kleinen Dorf, wo irgendwie nicht so viele andere Kinder da waren. Oder auf jeden Fall war es für mich ziemlich schwer, irgendwie Gemeinschaft zu lernen oder auch mit Leuten umzugehen. Und das hat sich auch in der Schule wieder gespiegelt. Auch da war ich eher der Außenseiter und ich hatte dort nicht den guten, glücklichen Stand. Aber dadurch, dass ich Liebe erfahren habe durch die Gemeinde, die dort war, durfte ich das lernen und durfte das mich verändern, dass ich auf Leute drauf zugehen kann. Und Leute, ich liebe es, wenn Leute mich heutzutage besuchen kommen, wenn ich Kaffee kochen kann und mich mit dem hinsetzen kann. Das ist eine Freude, sage ich euch. Das wäre vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen. Da ist ein Prozess passiert, da hat Liebe mich verändert, da hat Liebe mich freigesetzt, da hat Gott diese Gnade, die hat mich unglaublich freigesetzt. Ich bin von Natur aus auch nicht so ein geduldiger Mensch, ich weiß nicht, wer das noch kennt. Geduld ist ja auch bekanntlich eine Tugend, das denke ich zum Beispiel nicht. Denn Geduld wird uns in der Bibel vorgestellt als eine Frucht, die Gott wirkt, für jeden. Wir können uns manchmal nicht hinter unserem Charakter verstecken und sagen, ach, ich bin eben ungeduldig, das ist eben so. Nee, wenn Gottes Liebe in dir wirken darf, dann darfst du auch Geduld lernen. Und dann kann das eine Frucht werden in dir, dass du geduldiger wirst. Und das können wir mit allen Sachen durchspielen, mit friedlichem Umgang, mit Wertschätzung, mit der Liebe, die uns untereinander begegnet. Wer da nachlesen will, im Galater 5, 22 werden da so ganz viele Früchte aufgezählt. Und das sind alles Früchte der Gnade. Das ist nichts, was wir uns erarbeiten können. Ja, du kannst vielleicht zu einem gewissen Grad, kannst du freundlich sein, kannst du nett sein. Aber ich glaube, das hat Grenzen. Ich glaube, wir haben alle auch so, oh ja, wir haben alle unsere Person, die uns immer auf die Palme bringt. Also ich kenne immer so Leute in meinem Freundeskreis oder auch in meiner Gemeinde, oh, da brauche ich nicht lange mit denen unterwegs sein, die bringen mich auf die Palme. Und die wird es immer geben und ich glaube, das sind so Lernobjekte, ich will die jetzt nicht so negativ darstellen, aber das sind so Dinge, wo wir dran lernen dürfen, dass Gott uns die Liebe gibt. Herr, lass mich diese Person lieben, aber erwarte von mir bitte keine Hilfe dafür. Weil die Liebe muss zuerst mich verändern, dass ich lieben kann. Und diese Liebe verändert dein Umfeld, deine Familie, deine Schulklasse. Und das ganz oft, ohne dass du es merkst. Weil es nichts ist, was wir uns erarbeiten. Und dadurch hat dieser Kreislauf einerseits die Bedeutung, dass wir in einem ganz geheiligten und tollen Kreislauf drin sein dürfen, wo wir uns lieben lassen dürfen, wo diese Gnade uns verändert und wo das wiederum Gott preist. Und dann geht es von vorne los. Wir preisen Gott und Gott dient uns. Und weil Gott uns dient, dürfen wir ihm dienen. Und das gibt Gott die Ehre und dann dient uns Gott. Ihr merkt, das ist eine never-ending story.
Aber dieser Kreislauf ist nicht geschlossen, denn der zeigt nach außen, es dient Menschen. Und ich glaube, Gott, nee, ich glaube nicht nur, ich weiß das ganz sicher, dass Gott Jesus auf diese Erde gesandt hat, damit diese Welt gerettet wird. Und es steht im Römerbrief ganz deutlich, die ganze Schöpfung sehnt sich danach, nach Erlösung. Und Jesus hat das angefangen, Erlösung zu bringen, hat das angefangen, dass Gesetze nicht mehr sich erarbeitet werden müssen, sondern weil er es getan hat, können wir sie halten. Und er gibt dir die Hand, darin einzuschlagen und dich mitzuerlösen und zu sagen, nee, du musst nichts mehr dafür tun, ich habe es getan, schlage meine Hand ein. Und wir stehen genauso in diesem Auftrag, das weiterzugeben, Menschen mit Gott bekannt zu machen. Und das ist auch wieder nichts, was wir uns erarbeiten können. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich glaube, das ist unser tiefstes inneres Bedürfnis, wenn wir von Gottes Liebe geprägt sind, dass wir diese Liebe nicht zurückhalten können. Und das strahlt aus, ganz automatisch. Und dann verändert das alles. Unser Umfeld, unsere Stadt, unser Land, die ganze Welt. Und das will Jesus. Er will uns in diesen Kreislauf holen, damit wir Veränderer sind, weil wir verändert wurden. Kannst du das annehmen? Kannst du das annehmen, dass du unbegründet, rein aus Gnade geliebt bist und deshalb lieben darfst? Dass diese Gnade in deinem Leben wirkt und du wiederum anderen Leuten gnädig sein darfst? Wenn ja, dann bist du in den kraftvollsten Kreislauf drin, den es je gibt. Das ist ein Kreislauf, der die Welt verändern wird. Und wenn noch nicht, ist gar nicht schlimm. Aber dann lade ich dich ein, lass dich lieben, dass du eine Rebe wirst, die tolle Frucht bringt. Und du wirst eine Rebe werden, die tolle Frucht bringt. Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass in jedem Gaben und Fähigkeiten schlummern, die wir alle noch nicht sehen und die Jesus in dir wecken will. Weil Jesus dich lieben möchte. Wenn du noch nicht in diesem Kreislauf drin bist, dann darfst du das entdecken, dich lieben zu lassen und dass du Frucht bringst, voll aus der Gnade. Wenn wir dann jetzt weitergehen in die Zwischenzeit oder eine Zeit nochmal der Ruhe des Lobpreises, dann möchte ich euch nochmal drei Fragen mitgeben, über die wir gemeinsam auch nochmal nachdenken dürfen. Wo fällt es mir schwer, mir Liebe nicht zu erarbeiten? Stell dir selbst mal diese Frage und noch besser, lade Gott dazu ein, dass er dir das zeigen darf. Wo gibt es noch Punkte, wo ich genau diese Prägung habe, die mich eigentlich hindert, dass ich eine tolle Frucht bin, dass ich eine Rebe bin? Wo brauche ich Reinigung von Gott, damit die Frucht eben richtig genial werden darf? Wo muss ich noch Worte Gottes umsetzen? Wo muss ich vielleicht auch Sachen, die mir bewusst sind, die schiefgelaufen sind, einfach mal noch vor Gott hinsagen oder vor Menschen auch bekennen? Und wo dürfen bei mir oder bei dir noch Früchte der Gnade wachsen? Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir, dass du den ersten Schritt getan hast und dass wir dir darin nachfolgen dürfen. Danke, dass deine Botschaft so einfach ist. Wir müssen uns nichts mehr erarbeiten. Wir dürfen uns lieben lassen von dir. Und Gott, das sprengt mein Hirn immer wieder. Immer wieder werde ich damit konfrontiert, Herr, und es sprengt mein Hirn, weil ich das nicht verstehe, wie jemand sich so aufopfern kann, dass jemand für mich stirbt und mich so sehr liebt und damit nicht aufhören wird. Und Gott, ich bitte dich, dass diese Liebe uns alle erfasst und dass wir das lernen dürfen, das zuzulassen in unserem Leben, dass wir geliebt sind von dir. Und dass das nicht einfach nur eine leere Worthülse ist, sondern wo das ganz konkret werden darf. Danke Gott, dass du so anders bist als das, was ich tagtäglich so erlebe. Ich danke dir, dass du überraschst.
Und ich danke dir, dass du dich auch immer wieder anders mir vorstellst, dass du immer wieder anders bist, wie ich dich vielleicht auch bisher schon erlebt habe. Und ich danke dir, dass es so toll ist, mit dir unterwegs zu sein. Das ist so ein spannendes Abenteuer. Und ich bitte dich, dass wir gemeinsam auf dieses Abenteuer losgehen können, uns lieben zu lassen und diese Welt zu verändern, diese Gnade in Anspruch zu nehmen. Ich bitte dich, dass wir weiter mit solchen guten Gedanken über dich in diese Woche gehen dürfen, dass wir mit guten Gedanken über dich weiter in diese Zeit gehen dürfen. Bewirke du das in uns, Jesus. Amen. Ich habe noch eine Bitte. Wenn ihr merkt, da tut sich was in mir, da hat mich was angesprochen oder da habe ich auch was nicht verstanden oder da ist irgendwas komisch oder ich möchte tatsächlich einfach diese Liebe mehr spüren, weil ich sie irgendwie nicht merke, dann seid ganz, ganz herzlich dazu eingeladen, da hinten zu dem Take-Care-Punkt zu gehen und für euch beten zu lassen oder einfach mal mit jemandem drüber zu reden und das mal loszuwerden. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn Gedanken in unseren Kopf schießen und wir sie einfach wieder wegschieben oder sagen, da kümmere ich mich nächste Woche drum. Weil nächste Woche kümmern wir uns nicht drum. Deswegen ergreift jetzt die Zeit, geht dahinter und lasst euch Gutes tun.